Wir machen mit bei der Rettung der Herde. Spielvorbereitung. Nimm einen Tisch, der groß genug ist, um das Spielfeld darauf aufzubauen. Baue das Spielfeld auf einem auf und lege ein Pappkärtchen Spielstein zufällig hinein. Jeder nimmt sich eine Spielfigur und stellt sie an den Spielrand. Baue den schwarzen Turm auf. Den Temperaturanzeiger. Spielregeln. Es geht in der Runde im Uhrzeigersinn herum. Der jüngste Spieler fängt an. In der Reihe würfelt jeder und fährt auf ein Feld. Danach zieht man eine Ereigniskarte und führt die darauf geschriebene Aktion aus. Du würfelst gegen die Erde. Die Erde ist das rote Licht und dein Punkt. Punktzahl sind die grünen Lichtpunkte. Falls man die Aktion nicht ausführen kann, muss man einen schwarzen Temperaturstein in den Turm. Die hier, oder? Mhm. Spielende. Wenn alle Karten auf grün stehen, haben die Spieler gewonnen. Wenn die Temperaturanzeige voll ist, hat das Spiel gewonnen. Gut, dann fangen wir an. Wer will denn das Öl fassen? Ich will das. Ich will das doch. Ja. Dann bin ich der Kreis, der Rettungsring, habe ich das genannt, oder? War das kein Rettungsring? Durch globalen Handel wird zu viel CO2 ausgestoßen. Nenne eine gute Idee, wie du ihn reduzieren kannst. Überfahren. Nein, lokal kaufen. Oder selber machen. Es geht ja um globalen Handel, ne? Also globaler Handel, was bedeutet das? Um die ganze Welt. Genau. Lokal kaufen. Das heißt, Waren werden über weite Strecken transportiert. Lokal kaufen. Banane zum Beispiel. Genau. Ja, oder Schrauben, die man in China kauft. Oder Bananen in China. Was guckt ihr mich so an? Genau. Hauptsache irgendwas aus die Rosen. Österreichische Bananen gibt es noch nicht, aber. Ja, lecker. Gott, das ist davon. Sei leider.